Die lange Nacht von Eva-Maria Mudrich. Die Regie hat Elmar Bönsch. Soll ich Ihnen Kaffee bringen lassen? Danke. Danke, ich habe zu Hause noch eine Tasse getrunken. Und Sie werden zurechtkommen? Natürlich, Herr Doktor. Ich sagte Ihnen ja, ich war 6 Jahre lang Krankenschwester. Ich habe oft genug Nachtwache gehalten. Warum haben Sie das eigentlich aufgegeben? Sagten Sie nicht, Sie arbeiten jetzt in einer Buchhandlung? Wegen des Jungen. Dieser unregelmäßige Dienst im Krankenhaus. Und mein Mann ist ja oft gerade abends nicht zu Hause bei seinem Beruf. Und jetzt? Ist der Junge versorgt? Er ist in einem Ferienlager im Allgäu. Gott sei Dank. Ich bin so froh, dass Stefan das hier nicht miterleben muss. Er ist erst 7 Jahre alt. Also dann, holen Sie mich, so wie eine Veränderung eintritt. Herr Doktor, er war wirklich den ganzen Tag nicht bei Bewusstsein? Das ist nicht ungewöhnlich. Ich meine, machen Sie sich nicht unnötig Sorge. Nicht die kleinste Reaktion. Conny. Conny. Er bekommt überhaupt nicht mit, dass ich bei ihm bin. Ich fürchte, nein. Aber es wird schon werden. Wie gesagt, nur jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Ich schaue später noch mal nach ihm. Ich bin bis morgen früh um 6 auf der Station. Eine lange Nacht, Herr Doktor. Für Sie auch, Frau Kantaber. Na? Also dann. Ja. Eine lange Nacht. Ja. So hat alles angefangen heute Morgen. Und jetzt? Jetzt? Nein, du kannst mich nicht hören. Du hörst mich nicht, Conny. Und ich kann dich nicht fragen, wie würdest du dich entscheiden an meiner Stelle? In dieser langen Nacht. Nach all dem, was ich jetzt weiß. Seit heute erst weiß. Der Arzt vorhin hat gesagt, es ist gut, dass Sie heute Nacht bei Ihrem Mann bleiben wollen, Frau Kantaber, wo doch Schwester Doris ausfällt. Und Sie kennen Ihren Mann ja am besten. Ich hätte schreien können. Ich dich kenne. Ja. Ja, heute Morgen dachte ich das auch noch. Du, denkst du bitte an neues Notenpapier, falls ich den Rest aufbrauche? Dass ich dir auch noch dein Handwerkszeug nachtragen muss. Marlieschen, ich will doch den Einfall von heute Nacht noch ausarbeiten. Hm. Ich rufe nachher die anderen an, dass sie sich heute Nachmittag die Noten abholen können. Und dann müssen wir uns ja auch schon auf die Socken machen, bis wir die Anlage aufgebaut haben. Also so eine Hochzeit, also vor Mitternacht kannst du nicht mit mir rechnen. Und morgen um 10 ist Probe. Mit dem neuen Einfall von heute Nacht? Aber sicher doch. Hast du schon einen Titel für den Genieblitz? Nee, noch nicht. Warte, du, ich spiel's dir mal vor, ja? Oh, jetzt trink doch erstmal deinen Kaffee, ich muss doch gleich gehen. Außerdem siehst du aus, solche Ringe unter den Augen. War ja auch eine lange Nacht. Das wär's ja überhaupt, du. Die lange Nacht. Wär das nicht ein Titel? Sag doch mal selbst. Das wär doch was, hm? Die lange Nacht von Conny Kantaber.
anderthalb Stunden später dann. Der Anruf. Mit Blaulicht ins Krankenhaus. Das war alles, was ich raushörte aus dem Gestotter von Frau Pöhl. Dass sie dich mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht haben. Als ich dann kam, warst du schon hier. In diesem Zimmer. Mit all der Apparatur. Aber sie haben mich nur einen Blick hineinwerfen lassen. Klar. Ich kenne das ja. Wie das stört, wenn die Angehörigen da rumstehen. Dann haben sie mich nach Hause geschickt. Ich soll anrufen, jede Stunde. Hab ich auch getan. Jede Stunde habe ich angerufen, Conny. Den ganzen Tag über. Trotz allem, als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, nachdem ich im Geschäft Bescheid gesagt hatte, als ich nach Hause kam, stand Alf in der Tür. Frau Pöhl hat dem gerade aufgemacht. Marlies, Frau Pöhl hat's mir gerade gesagt. Wie steht es? Ich weiß nicht, Alf. 50 zu 50 vielleicht. Er schafft es, Marlies. Er schafft's bestimmt. Oh, Frau Kantapper. Es war so furchtbar. Ja, da lag also. Saß. Ich meine, er saß. Aber den Kopf auf den Tasten. Mein erster Gedanke war ja, dass der... Natürlich, Frau Pöhl. Wir können uns gut vorstellen, wie Sie sich erschreckt haben bei diesem Anblick. Also am Flügel. Sie haben ihn am Flügel gefunden. Während des Spielens ist er zusammengebrochen. Das weiß ich natürlich nicht, aber als ich die Tür aufschloss, da war es ja totenstill in der Wohnung und ich dachte, da mache ich mal hübsch leise, der Herr Kantapper wird vielleicht noch schlafen. Und deshalb wollte ich im Wohnzimmer anfangen, noch nicht in der Küche, damit er nicht von dem Klappern gestört wird. Und wie ich dann reinkomme... Ja, nur ein Glück, dass Sie einen Wohnungsschlüssel haben, Frau Pöhl. Nicht auszudenken, wenn er nicht rechtzeitig gefunden worden wäre. Ich wäre doch wieder gegangen, wenn niemand auf mein Klingeln geöffnet hätte. Wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Conny eine Verabredung verschwitzt. Ja, ja. Aber wer kann Conny schon was übel nehmen? Ich wäre eben einfach wieder gegangen. Dabei hättest du über die Terrassentür reinkommen können. Der Schloss hat uns gestern schon wieder versetzt. Tatsächlich? Also du, ich schick dir mal meinen. Der ist zuverlässig. Also, hier hat er gesessen. Hat gespielt. Und aus heiterem Himmel... Er hat doch noch nie über Herzbeschwerden geklagt. Nee. Und er hat sich so auf die neue Platte gefreut. Für Donnerstag habe ich das Studio. Aber da wird ja nur nichts draus. Er hat gesagt, die Platte, die spielt ihr Geld bestimmt an. Wie ich Conny kenne, hat er gesagt, diesmal verdient sich Alf eine goldene Nase. Frau Pöhl, würden Sie uns bitte einen Tee machen? Aber ja, ich hätte ja auch selbst dran denken können. Du darfst nicht glauben, er wäre dir nicht dankbar, Alf. Ohne deine Hilfe hätten wir doch nie eine Platte finanzieren können. Wer weiß. Vielleicht wäre er dann schon bei einer großen Firma unter Vertrag. Ich setze eben auf ihn, damit ich auch im Rennen bin, wenn der Conny Kantapper den Durchbruch hat. Wenn du ehrlich bist, bisher hast du nur zugesetzt. Conny ist eben mein Hobby. Immer nur Import, Export. Das wäre mir auf die Dauer doch zu eintönig. Bist ein guter Freund. Hätte ich auswandern sollen? Damals, als du eines Tages mit Conny angekommen bist und gesagt hast, lass uns gute Freunde bleiben. Er sitzt hier und spielt und plötzlich... Alf! Um Gottes Willen, Alf! Was ist das? Marlies, was hast du denn? Das Bild! Das Foto, sieh doch mal! Aber das steht doch immer da. Conny hat doch immer das Foto von dir und Stefan auf dem Flügel. Oh nein! Wer ist dieses Kind, Alf? Dieses Kind! Ich hab keine Ahnung, Marlies. Dieses Kind, dieses fremde Kind. Als wenn es an meine Hand ging, anstelle von Stefan. Ein fremdes Kind! Das verstehe ich auch nicht. Ein Zeitungsausschnitt. Es ist ein Foto aus einer Zeitung. Jemand hat es so hinter das Glas gesteckt, dass Stefan, euer Stefan, damit zugedeckt ist. Was bedeutet das? Ich weiß es doch nicht, Marlies. Vielleicht... Vielleicht hat Conny... Conny?
Bist du verrückt? Conny sollte das Bild von einem wildfremden Kind nehmen und seinen eigenen Sohn? Alf. Alf, das ist es. Das ist es, was Conny so entsetzt hat. Er sitzt hier. Er spielt. Sein Blick fällt auf den Fotoraum, auf das Bild von dem fremden Kind. Und sein Herz... Wer war gestern Abend hier im Haus, Marlies? Die ganze Band. Conny hat sie von der Probe noch mit nach Hause gebracht. Ich bin dann ins Bett. Ich weiß nicht, wie lange sie noch gesessen haben. Jedenfalls war es eine lange Nacht, hat Conny gesagt. Und das wäre so ein schöner Titel gewesen, die lange Nacht. Ich will wissen, wer dieses Kind ist. Warum hat Conny sich so entsetzt, als er das Foto sah? Reg dich bitte nicht auf. Das wird bestimmt eine ganz simple Erklärung finden. Du hast doch jetzt wahrhaftig andere Sorgen. Ja. Ja, du hast natürlich recht. Es ist sicherlich ohne Bedeutung. Der Tee, Frau Kantapper. Danke, Frau Pöhl. Alf? Alf, würdest du verstehen, wenn ich sage, ich möchte meinen Tee allein trinken? Warum habe ich Alf weggeschickt? Ich weiß es nicht. Doch. Doch, ich weiß es. Da war plötzlich das Gefühl, dass da dieses Foto von dem fremden Kind. So als wollte jemand unseren Stefan auslöschen. Dieses Foto aus einer Zeitung auf deinem Flügel. Ich kann es dir nicht beschreiben, Conny, wie das ist, wenn du ganz steif bist aus Angst vor dem, was kommen könnte. Und wenn du doch weißt, du musst den Schlüssel finden für die verschlossene Tür. Ganz gleich, was dich dahinter erwartet. Ah, da haben wir es ja schon. Sehen Sie, ich hatte doch gleich das Gefühl, dass dieses Foto mal bei uns erschienen ist. Der Kleine da in seinem Turnanzug. Wissen Sie, wenn man in einem Zeitungsarchiv arbeitet, dann braucht man mehr als nur ein gutes Gedächtnis. Ein bisschen Detektivarbeit gehört auch dazu. Eine Aufnahme im Freien, also Sommer. Der Kleine im Turnanzug, also wahrscheinlich ein Turnfest. Und dass es nicht in diesem Sommer war, das wusste ich genau. Also, wer sucht, der findet auch. Hat den ersten Preis gemacht beim Kindersportfest, der kleine Mann. Und wenn wir jetzt Glück haben, steht in der Bildunterschrift auch, ja, da haben wir es, Gunther Berthold, der sechsjährige Gunther Berthold aus der Glöcknerstraße. Nettes Kerlchen, was? Naja, inzwischen wird er ja ein ganzes Stück gewachsen sein, ist ja nun schon ein Jahr her. Genau ein Jahr und ein Tag. Ja, bitte? Frau Berthold? Ja? Mein Name ist Kantapper. Ich hätte Sie gerne mal gesprochen, wenn es möglich wäre. Wie sagten Sie, ist Ihr Name? Marlies Kantapper. Ach. Bitte? Kommen Sie rein. Danke. Wenn Sie bitte Platz nehmen wollen. Vielen Dank. Warum kommen Sie jetzt noch? Nach so langer Zeit? Sie wissen also, wer ich bin. Nun, ich nehme an, Sie sind seine Frau. Conny Kantapper ist mein Mann, ja. Sie hätten nicht kommen sollen. Was immer auch der Grund ist, man bemüht sich zu vergessen. Das heißt, vergessen werde ich nie, nur versuchen, drüber wegzukommen. Frau Berthold, ich habe nur eine Frage. Ist Ihr Sohn Gunther Connys Kind? Was? Sie haben meine Frage schon richtig verstanden. Frau Kantapper, ich habe Ihren Mann nie gesehen und nichts von ihm gewusst.
Bis zu dem Tag, an dem er mein Kind totgefahren hat. Ihr Kind ist tot? Conny hat ein Kind totgefahren? Das wissen Sie nicht. Aber warum sind Sie dann zu mir gekommen? Hier. Dieses Foto aus der Zeitung. Ja. Das ist Gunther. 2 Tage vor dem Unfall war das. Ein Kindersportfest. Und 2 Tage später war er tot. Übermorgen ist das genau 1 Jahr her. Am 17. Am 17. Am 17. Aber das ist nicht möglich, Frau Berthold. Dann kann es mein Mann nicht gewesen sein. Am 17. hat meine Mutter Geburtstag. Und letztes Jahr, da war ihr 65. Aber Conny konnte nicht dabei sein. Er hatte ein Konzert, das weiß ich noch genau. Ein Konzert. Aber nicht hier. Ich glaube, es war in Göttingen. Auf jeden Fall war Conny nicht hier in der Stadt. Er kann also diesen Unfall nicht verursacht haben. Sie meinen, ein anderer Mann? Mit diesem seltenen Namen? Niemals hätte mir Conny sowas verschwiegen. Wenn ihm so etwas Furchtbares passiert wäre. Mein Gott, ich kenne ihn doch. Er hätte es mir doch gesagt. Haben Sie denn den Fahrer des Autos gesehen? Nein. Gunther war allein, als es passiert ist. Er kam von einem Kindergeburtstag. Und der Schuldige hieß Kantapa? Er hieß Conny Kantapa. Die Polizei hat es mir gesagt. Ein Musiker. Ein Musiker? Fuhr ein Kombi. Aber Conny fährt keinen Kombi. Es muss eine Verwechslung sein. Ein Kombi voller Musikinstrumente. Frau Berthold, mein Mann ist Pianist. Und wenn er mit seiner Band auf Konzertreise geht, dann fährt immer der Schlagzeuger die Instrumente. Der hat einen Kombi. Aber woher haben Sie dann das Foto, den Zeitungsausschnitt, wenn Ihr Mann gar nichts damit zu tun hatte? Irgendjemand muss glauben, dass Conny den Kombi gefahren hat. Jemand, der ihn daran erinnern wollte mit diesem Foto. 2 Tage vor dem Jahrestag. Frau Berthold, bitte sagen Sie es mir. Ich habe doch selbst ein Kind. Ich könnte doch verstehen, wenn Sie den Mann hassen, der Ihr Kind getötet hat. Bitte sagen Sie es mir. Haben Sie dieses Foto in unsere Wohnung gebracht? Ich hasse Ihren Mann nicht, Frau Kantaba. Und ich war ganz gewiss auch noch nie in Ihrer Wohnung. Nein, warum sollte ich ihn hassen? Er war doch nicht schuld. Und er ist hinter einem parkenden Auto rausgelaufen, direkt auf die Fahrbahn. Niemand hätte mehr rechtzeitig bremsen können, hat der Zeuge gesagt. Es gab einen Zeugen? Ja. Er stand zufällig am Fenster in seiner Wohnung über dem Tabakgeschäft, vor dem es passiert ist. Ein ganz zuverlässiger Zeuge, sagt die Polizei, und die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren ja auch eingestellt. Nein. Niemand war schuld. Obwohl ich mir manchmal gewünscht habe, es gäbe jemanden, den ich hassen kann, mit dem ich ins Gericht gehen kann. Aber es gab niemanden. Und wie denkt Ihr Mann darüber? Gunthers Vater? Gunthers Vater hat uns schon vor 3 Jahren verlassen. Ich hatte ihm telegrafiert, er ist nicht mal zur Beerdigung gekommen. Ihr Mann übrigens auch nicht, Frau Kantaba. Aber er war es nicht. Ich sage doch, er kann es nicht gewesen sein. Oder wer immer Gunther überfahren hat, da war niemand bei der Beerdigung. Und warum habe ich es nicht dabei belassen? Warum habe ich mir nicht gesagt, siehst du, er kann es nicht gewesen sein? Conny wäre doch zur Beerdigung gegangen, bestimmt. Und er hätte mir doch alles erzählt. Conny,
wenn du mich jetzt hören könntest. Würdest du verstehen, dass ich dann doch anfing zu zweifeln? Dass ich mir einfach Gewissheit verschaffen musste? Dass ich nach Hause fuhr, in deinen Verträgen gesucht habe, auf deinem Schreibtisch, wo noch der Zettel lag, auf dem du dir heute Morgen den Titel notiert hast. Die lange Nacht. Hier, Kantapper. Ich hätte gern den Wirt gesprochen oder denjenigen bei Ihnen, der für die Konzertveranstaltungen verantwortlich ist. Schon richtig, da sind Sie gleich beim richtigen Mann. Ah ja, hören Sie, es handelt sich um Folgendes. Ich bin gerade dabei, die Belege meines Mannes zu ordnen für die Steuer. Und jetzt finde ich hier einen Vertrag, aus dem ich ersehe, dass mein Mann im vergangenen Jahr, genau vor einem Jahr am 17. mit der Gruppe Paladine bei Ihnen gespielt hat oder spielen sollte. Paladine? Ja, ja, es ist nicht seine Band. Die Paladine hatten ihn nur für 3 oder 4 Konzerte verpflichtet. Und da ist jetzt ein Vermerk auf dem Vertrag irgendwie verwischt. Könnten Sie mir sagen, ob das Konzert überhaupt stattgefunden hat? Kleinen Moment, das haben wir gleich. Danke. Vater hat das alles ganz ordentlich in der Schublade. Moment, letztes Jahr, der Herr kriegt noch einen klaren. Ja, also, Moment, wir sind ja schon fündig geworden. Die Paladine? Ja. Doch. Die haben gespielt. Oh, also Sie haben gespielt? Ja, ich erinnere mich jetzt auch. Da war noch die Geschichte, wir hatten die Plakate schon gedruckt und im letzten Moment hat dann der Pianist abgesagt. Da haben sie noch rumtelefoniert nach einem Ersatzmann. 7,80 der Herr. Frau Pöhl? Frau Pöhl, ich muss noch mal wegfahren. Wenn jemand aus dem Krankenhaus anruft, sagen Sie, ich melde mich von unterwegs, ja? Na, daran soll ich mich nicht erinnern. An so einen Unfall. Es war ja direkt vor meinem Laden. Ich meine, gesehen habe ich es nicht, aber dieses Bremsenquietschen und wie ich rausstürze, da liegt das Kind. Kannten Sie den Kleinen? Nein. Nein, ich habe kürzlich seine Mutter kennengelernt. Ja, die hätte besser daran getan, ihr Kind nicht alleine auf die Straße zu lassen. Ist doch dem Fahrer direkt vors Auto gelaufen. Ich habe gehört, es gab einen Zeugen. Ja, der Herr Jenting. Der wohnt hier im ersten Stock. Der stand gerade am Fenster, aber den treffen Sie jetzt nicht an. Ich meine, falls Sie den sprechen wollten. Höchstens seine Schwester, die wohnen zusammen, seit die Schwester verwitwet ist. Wissen Sie, da arbeitet ja noch der Jenting. Aber es war schon erstaunlich. Irgendwie haben wir alle hier im Hause gesagt, alle Achtung, dass der Jenting so eine Zeugenaussage gemacht hat. Aber ich denke, er hat ausgesagt, dass der Mann, der am Steuer saß, unschuldig war. Hey, eben. Er hat genau gesagt, was er gesehen hat. Dass der Junge wie ein Pfeil vorgeschossen kam hinter einem parkenden Auto. Und wieso fanden Sie das dann erstaunlich? Ja, wissen Sie, da müssten Sie den Jenting kennen. Und seine ständigen Reden, dass man die Autofahrer alle hinter Gitter bringen müsste, dass das alles Verbrecher sind und so in dem Ton. Wissen Sie, der war nämlich mal Möbeltischler, der Jenting. Nicht so ein Möbel vom Fließband, so ein richtiger Kunsttischler. Jedes Stück, was der gemacht hat, das hätten sie ins Museum stellen können. Und dann, in einem Urlaub auf einer Landstraße, der Jenting, der lief da auf dem Seitenstreifen. Er selbst ist übrigens nie Auto gefahren. Ja, da kommt so ein Raser und überschlägt sich und erwischt den Jenting. Und seitdem ist seine rechte Hand verkrüppelt. Und er hat nie wieder ein Tischlerwerkzeug benutzen können. Und der Kerl, der den Unfall verschuldet hat, wurde verurteilt zur Zahlung eines Monatslohnes. 2.400 Mark für ein verfuschtes Leben. Da ist er nie drüber weggekommen, der Jenting. Sie meinen, Sie hätten verstanden, wenn er damals vor einem Jahr den Fahrer, der das Kind überfahren hat, nicht entlastet hätte? Genau. Wo er sie doch alle miteinander hasst, die Autofahrer. Nein, das war schon fair von ihm. Zumal er der einzige Zeuge war. Die Straße war ja menschenleer und die Zeit am frühen Abend ist hier nichts mehr los. Nur 2 Geschäfte in der ganzen Straße. Ich hier mit meinem Tabakladen und da hinten an der Ecke die Musikalienhandlung. Da arbeitet der Jenting übrigens. So als Mädchen für alles. Und ich dachte damals noch, der Fahrer von dem Kombi, der wollte bestimmt zu Hippert. Ich meine, Hippert, das ist die Musikalienhandlung. Der hatte nämlich den ganzen Laderaum voller Musikinstrumente, der Kombi. Haben Sie damals den Fahrer gesehen? Tja, aber gewiss doch.
Der war völlig fertig, sage ich Ihnen. So ein Rotblonder war das. Anfang 30 vielleicht. So ein Rotblonder. Weißt du noch, Conny, was die Hebamme sagte, als sie dir Stefan zeigte? Den können Sie nicht verleugnen, Herr Kantapper. Den Karottenkopf. Und jetzt, Conny? Jetzt muss ich mich entscheiden. In dieser Nacht. Du oder Stefan? Entscheiden. Ich hab solche Angst, Conny. Ich wünschte, ich wüsste nichts. Ich wünschte, ich hätte auf Alf gehört, wie er plötzlich dastand, als ich aus dem Tabakladen kam. Marlies, seit wann rauchst du? Alf, was machst du denn hier? Nun, wie wär's, wenn ich eine Freundin hier in der Gegend hätte? Freuen wird mich das. Ja, ich weiß. Am liebsten würdest du mich ja verkuppeln. Aber bleiben wir mal lieber bei der Wahrheit. Ich bin dir nachgefahren. Nachgefahren? Die ganze Zeit? Du meinst, seit du mich weggeschickt hast, um deinen Tee allein zu trinken? Nein, da musste ich erst noch in mein Büro. Aber abgesehen davon, dass mir Conny nicht aus dem Sinn geht, ich fand es doch beunruhigend, wie du auf dieses mysteriöse Foto reagiert hast. Ich wollte einfach noch mal nach dir sehen, Marlies. Und da sagte Frau Pöhl, du wärst erst kurz zu Hause gewesen, hättest telefoniert und dann wärst du gerade eben noch mal weggefahren. Gerade eben, sagte sie. Vielleicht steht sie noch vorne an der Ampel. Und so war es dann auch. Was wolltest du denn hier in dem Tabakgeschäft? Ich habe... Alf. Alf, bitte fahr mir nicht mehr nach. Lass mich allein. Was hast du vor, Marlies? Warum bist du nicht bei Conny im Krankenhaus? Ich sagte dir doch, sie haben mich weggeschickt. Ich soll jede Stunde anrufen, aber immer dieselbe Auskunft. Keine Veränderung, noch immer ohne Bewusstsein. Lass mich dir doch helfen, Marlies. Da ist doch irgendwas mit dir. Was wolltest du in dem Tabakgeschäft? Zigaretten kaufen, Zeitschriften oder ein Strickmuster. Mein Gott, so lass mich doch in Ruhe. Misch dich nicht immer in unser Leben ein. Entschuldige, Alf. Ist ja schon gut. Ich will mich dir doch nicht aufdrängen. Nur ein guter Rat. Fahr jetzt nach Hause. Versuch dich ein bisschen auszuruhen. Ich muss erst noch etwas erledigen. Aber allein. Sie wollten mich sprechen? Sind Sie Herr Hippert? Ja. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte Sie eigentlich nur fragen, ob Sie meinen Mann kennen. Ihren Mann? Ja. Ich bin Marlies Kantapper. Warum sagen Sie das nicht gleich? Kommen Sie hier rein. So, jetzt können wir reden. Ihr Mann hatte fest versprochen, heute Morgen anzurufen, um mir zu sagen, wann er den Wagen abholt heute Nachmittag. Den Wagen? Ja. Sollen Sie mir etwas ausrichten? Mein Mann ist schwer erkrankt, Herr Hippert. Ach nee. Ich will Ihnen mal was sagen, Frau Kantapper. Wir hatten schon die letzten beiden Male den Eindruck, dass Ihr Mann die Segel streichen will. Aber so geht das nicht. Er kann nicht nur die Vorteile mitnehmen. Er muss sich schon an den Kontrakt halten. An den Kontrakt? Hätte er es vielleicht gern schriftlich. Mein Gott, dass er naiv ist, das wissen wir ja. Aber so naiv zu meinen, man könnte eine Absprache, wie wir sie haben, einfach brechen, mir nichts, dir nichts aussteigen. Wäre das vielleicht nicht mehr nötig? Den großen Hit gelandet? Eine goldene Schallplatte in Sicht oder sowas? Schwer erkrankt. Also, stimmt das wirklich? Oder sind Sie gekommen, für ihn einzuspringen? Ist das denn möglich? Ja, haben Sie denn schon mal einen Kombi gefahren? Ja, also, wenn Sie an der Grenze sagen, dass Sie die Instrumente vorfahren, dass Ihr Mann mit den anderen Musikern danach kommt. Was für eine Grenze? Conny sollte heute Abend hier in der Stadt auf einer großen Hochzeit spielen. Moment mal. Warum sind Sie jetzt eigentlich zu mir gekommen? Weil ich gehört habe, dass Conny einmal hier in der Nähe Ihres Geschäftes... Aber ich fange an zu verstehen. Es gibt Gründe, warum mir mein Mann nie etwas davon erzählt hat, dass er mit Ihnen zu tun hat. Und diese Gründe möchte ich jetzt erfahren, Herr Hippert. Da habe ich mich ja ganz schön aufs Glatteis führen lassen.
Also, warum hat sich Ihr Mann noch nicht bei mir gemeldet? Er liegt auf der Intensivstation im Krankenhaus. Ist das wahr? Ach, Sie können ja im Krankenhaus anrufen. Frau Kantapper, bitte gehen Sie jetzt, ich muss dringend telefonieren. Oh, nein. Ich werde nicht gehen, bevor Sie mir nicht also ganz gut, genau erklären. Also gut, dann warten Sie. Hallo? Sind Sie es, Bea? Geben Sie mir bitte... Verbinden Sie mich bitte mit Ihrem Chef, ja? Oh, hat er gesagt, wann er wiederkommt? Richten Sie ihm aus, er soll mich anrufen. Ja, es ist dringend, sehr dringend. Danke, Bea. Ich glaube, es wäre jetzt wirklich besser, wenn wir unser Gespräch beenden, Frau Kantapper. Sie haben ihn verleitet. Sie haben Conny zu irgendetwas Unrechtem verleitet. Verleitet? Jetzt kommen Sie mir doch nicht so. Er hatte ja schließlich immer seinen Vorteil von dem Geschäft. Und wenn Sie mir jetzt nicht reinen Wein einschenken, werde ich... Und wenn ich die Polizei hole? Sie sind ja ganz schön hartnäckig, Polizei. Wollen Sie Ihren armen, kranken Mann der Polizei ans Messer liefern? Oh, Herr Hilbert, ich bin durch. Also schön, wenn Sie darauf bestehen... Dann will ich Ihnen gerne klar machen, dass Sie gut daran tun, die ganze Sache schnell zu vergessen. Ihrem Mann zuliebe. Er ist doch ein Kind. Ein Kind, ein Träumer. Worauf um Himmels Willen hat er sich da eingelassen? Unser Geschäft, bei dem Ihr Mann uns behilflich ist, läuft jetzt seit etwa anderthalb Jahren. Circa alle 6 bis 8 Wochen. Und es ließ sich bislang ohne jede Schwierigkeit abwickeln. Denn es bedarf schon einer sehr eingehenden Prüfung durch sehr gewiefte Fachleute, um eine echte Marconcini von einer sehr guten Kopie zu unterscheiden. Was den schönen Ton anlangt, naja, letzten Endes kommt es da wohl auf den Spieler an. Oder auf den Bogen. Ja, es gibt Geiger, die behaupten, das Instrument brauchte gar nicht so gut zu sein, wenn nur der Bogen ein Kunstwerk ist. Wussten Sie, dass man 20.000 Mark für einen guten Bogen bitte bekommt? Bitte kommen Sie endlich zur Sache. Was ist eine echte Marconcini? Eine Geige? Luigi Marconcini aus Bologna, Ende 18. Jahrhundert. Angeblich ein Schüler von Umobeno Stradivari, einem der Söhne von Antonio. Obwohl es Leute gibt, die behaupten, Umobeno hätte gar keine Geigen gebaut. Aber wie dem auch sei, eine echte Marconcini ist ein exquisites Instrument. Erkennbar übrigens an dem von Marconcini bevorzugten zartroten Lack. Und ich versichere Ihnen, ich verstehe etwas von meinem Geschäft. Diese, sagen wir, nachempfundenen Instrumente, die ein sehr begabter Geigenbauer in, nun eben außerhalb unserer Landesgrenzen herstellt, diese Instrumente sind untadelig. Sie unterscheiden sich von einer echten Marconcini nur durch den Preis. Und um diesen Umstand zu korrigieren, beschaffen wir uns Expertisen. Und was hat Conny mit all dem zu tun? Na, er fährt den Wagen. Zu einem natürlich fingierten Jazzkonzert, für das er einen ordnungsgemäß ausgefüllten Vertrag bei sich hat. In Connys Band sind überhaupt keine Geiger. Diese Gruppe, die da jeweils auf dem Papier steht, ist mit 2 Geigen besetzt. Auf der Hinfahrt befinden sich in den Geigenkästen Instrumente aus meiner Kollektion, nicht mehr wert als etwa 2.000 Mark pro Stück. Und auf der Rückfahrt enthalten die Kästen Instrumente, für die auf Auktionen mehr als das 100-fache zu erzielen ist. Die Expertisen kommen dann auf anderem Wege. Also Schmuggel. Mieser, miefiger Schmuggel. Und das auch noch mit Fälschungen. Ich denke, Sie verstehen jetzt, dass Ihr Mann nicht einfach unsere Abmachung aufkündigen kann. Er hat verfügbar zu sein, wann immer die kurzfristig angesagten Liefertermine anfallen. Sagen Sie, was zahlen Sie ihm eigentlich dafür? Ich weiß doch über jede Mark Bescheid, die Conny verdient. Fragen Sie ihn doch, wenn er wieder gesund ist. Was fehlt ihm eigentlich? Er ist heute Morgen... Herr Hippert... Was geschieht mit einem, der aussteigen will aus so einem Schmuggelgeschäft, bei dem es um 6-stellige Summen geht? Was tun Sie dann? Drohungen? Hinweise? Zeichen, dass man etwas gegen ihn in der Hand hat? Wortlose Zeichen. Vergiss nicht, was wir von dir wissen. Ein Foto zum Beispiel. Oder ein Zeitungsausschnitt.
Du meine Güte, was soll denn das jetzt, ein Foto? Aber er war doch unschuldig, er war doch... Ich muss diesen Mann sprechen, der bei Ihnen arbeitet. Yenting. Yenting heißt er. Bitte, ich möchte ihn sprechen. Tut mir leid, Yenting ist nicht da. Er bekam heute Vormittag einen Anruf. Ich weiß nicht, worum es ging. Etwas Familiäres, glaube ich. Jedenfalls hat er sich 2 Tage freigenommen. Na, da sind Sie ja schon wieder. Haben Sie Yenting angetroffen? Herr Hippert sagt, er ist nach Hause gegangen. Etwas Familiäres. Ja? Naja, wenn ich im Laden bin, dann sehe ich ja nicht alles, was da aus- und eingeht. Nur seine Schwester. Die habe ich gerade nach Hause kommen sehen. Gerade, vor 2 Minuten. Ah ja? Danke. Sie? Sie, Frau Pöhl? Frau Kantapper? Bitte? Ich wusste ja nicht, ich hatte keine Ahnung, dass Sie hier wohnen. Ja, aber wieso sind Sie dann hier? Ich wollte Herrn Yenting sprechen. Meinen Bruder? Sie kennen meinen Bruder? Aber davon hat er ja nie was gesagt. Nein, nein, ich kenne ihn nicht. Mein Gott, was für ein Zufall. Eigentlich doch nicht. So ein Zufall, meine ich. Wo doch der Herr Kantapper, wo der doch meinen Bruder kennt. Und darum habe ich sie doch auch bloß bekommen. Ich meine, die Stelle bei Ihnen. Ja. Ja, richtig. Es war ja mein Mann, der Sie engagiert hat. Ja, und wo ich so froh war darüber. So zu ganz fremden Leuten, also das mag ich nicht so gern. Darum war ich ja dann so froh, als mein Bruder sagte, dass der Herr Kantapper jemanden sucht für den Haushalt. Oh mein Gott, ich rede hier und rede. Was ist mit Ihrem Mann, Frau Kantapper? Sie kommt doch nicht... Sein Zustand ist unverändert. Unverändert, Frau Pöhl. Ach. Kann ich Ihren Bruder sprechen? Aber der ist doch nicht da. Sehen Sie mal, ich komme ja eben erst nach Hause, in der Minute. Und da finde ich den Zettel hier auf dem Dielentisch. Sehen Sie mal. Muss für ein paar Tage verreisen. Dein Geburtstagsgeschenk liegt im Wäscheschrank hinter den Hemden. Ich rufe dich morgen an. Gerhard. Für ein paar Tage? Ja, das kommt schon mal vor. Ich meine, dass Sie ihn irgendwo hinschicken fürs Geschäft. Nur so plötzlich. Aber sehen Sie, so ist er. Mein Geburtstag, also sowas vergisst er nicht. Der ruft auch bestimmt morgen an, das garantiere ich Ihnen. Trotz allem. Ich meine, es ist sonst nicht leicht mit ihm. Warum wollten Sie ihn denn sprechen? Frau Pöhl, diesen Unfall damals, vor einem Jahr. Haben Sie den Unfall auch gesehen? Warum fragen Sie denn das jetzt? Nach so langer Zeit? Nein, ich habe nichts gesehen, nur Gerhard. Ich war in der Küche. Gerhard war gerade nach Hause gekommen, aber das hat er doch alles ausgesagt vor der Polizei, das wissen Sie doch. Bis nach 9 habe ich mit dem Abendbrot gewartet, bis er vom Revier zurückkam. Aber dann war doch alles geregelt. Er hat doch gesagt, jetzt ist er aus allem raus, der Herr Kantapper. Das wissen Sie doch, oder? Was wollen Sie jetzt von ihm? Sie sind doch wohl die Letzte, die Gerhard deswegen Vorwürfe machen dürfte. Sie können doch von Glück sagen, dass der Hippert damals vor seiner Ladentür stand und dem Kombi nachgesehen hat. Und sieht den Unfall. Aber er konnte den Zeugen ja doch nicht spielen, er war ja viel zu weit weg. Und da hat er eben gleich Gerhard angerufen und hat gesagt, gehen Sie runter, wenn die Polizei kommt. Und sagen Sie denen, sollte mein Bruder sich vielleicht weigern? Wo er doch bei dem Hippert arbeitet. Sollte er vielleicht seine Stellung aufs Spiel setzen? Was kann er denn sonst? Frau Pöhl. Frau Pöhl, heißt das, die Zeugenaussage Ihres Bruders war falsch? Es ging doch alles so schnell. Der Anruf von dem Hippert. Und 1 Minute später schon der Streifenwagen. Er hatte ja gar keine Zeit zum Nachdenken. Erst nachher, als ihm das so richtig klar war. Er... Ausgerechnet er lässt einen laufen, der ein Kind totgefahren hat, weil er mit viel zu hoher Geschwindigkeit... Und ich habe nichts gewusst. Ich habe nichts an dir bemerkt, Conny. Und ich habe geglaubt, ich kenne dich. Ich könnte jeden deiner Gedanken an deinem Gesicht ablesen. Spüren, was du fühlst, wenn deine Hände mich berühren.
und alles war Lüge. Auch dann, Conny, wenn du von diesen Reisen über die Grenze zurückkamst, waren wir auch dann zusammen. Und an diesem Abend, als du das Kind... Conny, haben wir gelacht zusammen, auch in dieser Nacht? Das fraß an ihm. Das saß in meinem Bruder wie ein Krebsgeschwür. Manchmal dachte ich, das drückt ihm noch die Luft ab. Dass da einer straffrei wegkommt, so einer, so ein Raser, genau wie der damals auf der Landstraße. Aber er wird seine Strafe bekommen. Eines Tages wird er seine Strafe bekommen, so hat er gesagt, der Gerhard, immer wieder. Erst habe ich ja selbst nicht verstanden, warum er mir dann ausgerechnet bei ihm diese Stelle verschafft hat. Dass er es überhaupt fertig gebracht hat, zu reden mit ihrem Mann. Aber seitdem fragt er mich jeden Abend aus. Wie geht es dem Herrn Kantapa? Was macht der Herr Kantapa? Was sagt der Herr Kantapa? Als wenn er hineinkriechen wollte in sein Leben. Aber eines Tages, ja, das sagt er immer wieder, eines Tages, da wird er seine Strafe bekommen, da wird er leiden, so wie ich, so wie die Mutter von dem toten Kind leidet, genau so wird er einmal... Was? Was haben Sie da gesagt, Frau Pöll? Verstehst du jetzt, Conny? Meine Angst. Meine wahnsinnige Angst. Würdest du das verstehen, wenn du mich hören könntest? Erst bei Hippert, da dachte ich noch, er und sein Kompagnon, mit dem er telefoniert hat, die wären es gewesen, die das Foto auf deinem Flügel. Aber jetzt, es passt doch alles zusammen, Conny. Ich bin doch nicht hysterisch. Ich rede mir doch nichts ein. Alles passt zusammen und am Ende... Unser Stefan. Alles hat sie ihrem Bruder erzählen müssen, die Frau Pöhl. Alles wusste er von uns, der Jenting. Conny, es passt doch alles zusammen. Hattest du denselben Gedanken, als du das Foto auf dem Flügel... Bist du deswegen so zu Tode erschrocken, weil du denselben Gedanken hattest wie ich? Er will unserem Kind etwas antun, der Jenting? Übermorgen? Am Jahrestag? Und wenn ich jetzt losfahre und Stefan zurückhole, glaubst du, er wird sein Vorhaben aufgeben? Niemals mehr hätten wir eine ruhige Stunde. Aber Conny, wenn er morgen bei seiner Schwester anruft, der Jenting, und sie würde ihm sagen können, der Herr Kantapa ist tot. Der Herr Kantapa ist nicht mehr aufgewacht aus seiner Bewusstlosigkeit. Man kann ihn nicht mehr bestrafen, ihn trifft nichts mehr. Conny Kantapa ist tot. Conny, ich muss mich entscheiden. Stefans Leben oder... Ich habe die Apparate schließlich bedienen gelernt. Ein paar Handgriffe und du. Ich muss mich entscheiden. Irgendwann in dieser Nacht. Du, Marlies, das wär's doch überhaupt. Die lange Nacht. Wäre das nicht im Titel? Die lange Nacht. Und das wäre so ein schöner Titel gewesen, Die lange Nacht. Oh nein!
Herr Doktor. Frau Kantapper, es ist doch nicht etwa... Nein, es ist alles unverändert. Er ist noch nicht wieder zu sich gekommen. Ich wollte Sie nur fragen, könnte ich mal telefonieren? Allein, wenn es geht. Aber natürlich. Ich schaue inzwischen mal nach Ihrem Mann. Ich wollte sowieso gleich die Runde machen. Wählen Sie es den 0 und dann kommt das Amt. Ja, danke. Alf, ich bin's, Marlies. Marlies? Eine schlechte Nachricht. Alf, ich weiß es jetzt. Du warst heute Morgen schon in unserer Wohnung, nachdem ich ins Geschäft gefahren bin. Du bist nicht erst gekommen, als ich aus dem Krankenhaus kam. Du warst vorher schon in unserer Wohnung. Marlies, ich bitte dich, jetzt mitten in der Nacht. Wolltest du nicht Nachtwache halten bei Conny? Die lange Nacht, Alf. Du hast den Titel erwähnt. Du hast zu mir gesagt, es wäre so ein schöner Titel gewesen, die lange Nacht. Aber ja, Conny hat mir gestern von seinem neuen Titel erzählt. Nein. Oh nein, das hat er nicht. Denn Conny hat das Thema erst in der letzten Nacht komponiert. Und heute Morgen erst, ich war dabei, ist ihm der Titel eingefallen. Und er hat ihn an seinem Schreibtisch auf einen Zettel notiert. Wir beide aber, Alf, wir waren nicht auf dieser Seite des Wohnzimmers. Wir standen nur am Flügel, wo wir das Bild gesehen haben. Das Foto von diesem fremden Kind. Alf, du warst vorher schon in der Wohnung. Hast du den Zeitungsausschnitt in den Rahmen gesteckt? Aber Marlies... Du warst es, Alf. Warum? Wie ich dich kenne, bringst du es noch fertig und lässt den Fotorahmen auf Fingerabdrücke untersuchen. Also gut. Ja, ich habe den Zeitungsausschnitt in den Rahmen gesteckt. Was wolltest du Conny damit antun, Alf? Conny? Conny war da schon nicht mehr im Hause. Nicht mehr im Hause? Als ich ihn besuchen wollte, denn wir waren ja tatsächlich schon am Morgen verabredet, als ich auf dem Parkplatz euch gegenüber hielt, da haben sie ihn gerade zum Rettungswagen getragen. Für einen kurzen, schrecklichen Augenblick dachte ich, du wärst es da auf der Bahn. Aber als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, als du in der Haustür gestanden hast, du und Frau Pöhl... Da habt ihr doch beide so getan, als wenn du eben erst von Conny erfahren hättest. Sie hat von meinem ersten Besuch am Morgen gar nichts bemerkt. Eure Terrassentür, Marlies. Und Frau Pöhl hat nichts gesehen und nichts gehört, während sie draußen in der Diele mit dir telefonierte, nachdem der Rettungswagen abgefahren war. Und dann erst hast du das Foto in den Rahmen gesteckt. Ich habe diesen Zeitungsausschnitt immer in der Brieftasche gehabt, seit damals. Es war ein Zufall gewesen, dass mir der Name des Kindes aufgefallen war. Und dass ich mich daran erinnerte, als Conny am Tage, nachdem dieses Foto in der Zeitung erschienen war, von dem Unfall erzählte. Ich weiß nicht, warum ich das Foto ausgeschnitten und aufgehoben habe. Vielleicht, weil ich dachte, es wird der Tag kommen, an dem ich es dir zeige. Mir? Ja. Also für mich hast du das Foto. Ich sollte es sehen. Ich? Nicht Conny? Und ich habe all die Jahre gedacht, ihr wärt Freunde geworden. Es war die Entscheidung eines Augenblicks. Als sie Conny zu dem Rettungswagen trugen, als der Pfleger auf meine Frage sagte, nein, er lebt, wahrscheinlich ein Infarkt, da dachte ich, wenn ich jetzt das Foto auf den Flügel stelle, wenn sie glauben muss, das Foto ist es gewesen, das Conny so erschreckt hat, sie wird nicht locker lassen. Alf, wenn Conny dir schon von dem Unfall erzählt hat, wusstest du auch Bescheid über Connys Kontakte zu dieser Musikalienhandlung? Also du hast es gewusst. Und hast es zugelassen. Hast zugesehen, wie sie ihn missbrauchten für so ein mieses Geschäft. Dieser Hippert und sein Kompagnon. Kompagnon? Hippert hat gleich telefoniert, als er hörte, dass Conny krank ist. Der Mann war nicht da. Aber bestimmt war es sein Kompagnon. Er muss mich unbedingt anrufen, hat er zu der Sekretärin gesagt, zu... Alf. Er sagte Bär. Bär. Bär? Alf, deine Sekretärin heißt Beate. Ich vermute, es gibt etliche Sekretärinnen, die Beate heißen.
Also du, Alf. Du. Warum sollst du es eigentlich nicht wissen? Zur Polizei wirst du ja nicht gehen. Diese Fahrten über die Grenze. Das war also der Preis, den Conny zahlen musste dafür, dass du seine Platten finanziert hast. Habe ich dir damit nicht auch was geschenkt? Den Glauben daran, dass dein Mann mehr ist als ein höchst mittelmäßiger Musiker? Und wenn ich Conny heute Nacht... Wenn du was? Alf, wenn mir vorhin nicht die Sache mit dem Titel eingefallen wäre, wenn ich nicht plötzlich begriffen hätte, dass du das Foto ausgetauscht hast und nicht dieser Jenting, wie ich die ganze Zeit geglaubt habe. Alf, ich war drauf und dran, etwas Entsetzliches zu tun, weil alles so zusammenpasste. Weil ich glaubte, Jenting wollte Stefan etwas antun, um Conny zu bestrafen. Um Himmels Willen, wer konnte denn ahnen, dass du auf solche absurden Gedanken kommst? Nein, konntest du das nicht ahnen? Oder wolltest du das? Wolltest du, dass ich mich entscheide in dieser Nacht? Aus Angst um Stefans Leben? Wolltest du, dass ich Conny töte? Für euch töte? Den Mann, der aus eurem Geschäft aussteigen wollte? Der euch vielleicht sogar angezeigt hätte? Habt ihr deswegen den Jenting auf die Reise geschickt? Damit ich genau die Schlüsse ziehe, die ich auch gezogen habe? Aber Marlies, hast du vergessen, dass ich dich noch beschworen habe, vor dem Tabakgeschäft nach Hause zu gehen? Ach, du kennst mich viel zu gut, Alf. Du wusstest genau, dass ich nicht auf halbem Wege stehen bleiben würde. Wenn ich Conny von den Apparaten, wenn ich ihn hätte sterben lassen in dieser Nacht, du wärst der Mörder gewesen, Alf. Du! Marlies, wenn deine Liebe zu Conny so groß gewesen wäre, wie du immer vorgegeben hast, wärst du dann all die Wege gegangen, die du gegangen bist, nachdem du das Foto auf dem Flügel gesehen hast? Nein. Wer wirklich liebt, Marlies, der liebt mit geschlossenen Augen. Der will die Wahrheit nicht sehen. Nicht mir hättest du die Schuld geben dürfen. Dein Misstrauen hätte Conny getötet. Ja, und dann wärst du zu mir gekommen. Du, mich zu trösten, mir beizustehen. Alf, der gute Freund. Oh mein Gott. Frau Kantapper. Frau Kantapper. Herr Doktor. Es tut mir so leid. Conny? Marlies. Marlies, was ist? Vor 2 Minuten. Bitte, seien Sie gefasst. Es war nichts mehr zu machen. Conny. Marlies, sag doch was. Sie hörten Die lange Nacht von Eva Maria Mudrich. Es sprachen Marlies Kantapper, Eva Garg, Conny Kantapper, Günther Dübus, Alf Dörner, Matthias Ponier, Frau Pöhl, Ilse Stramboski, Herr Hippert, Alf Marholm, Arzt, Hans-Peter Thielen, Archivar, Lothar Ostermann, Händler, Arno Görke, Frau Berthold, Renate Fuhrmann, Wirt, Frank Barowski. Musik Kurt Herrlinger. Technische Realisation Dieter Stratmann und Gabriele Neugroda. Regieassistenz Christoph Pragua. Die Regie hatte Elmar Bünsch. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 1986. Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.